gesagt haben. Meine Damen und Herren, ich begrüße den Schmied von Attendorn. Guten Abend, Matthias, darf ich sagen? Ja, selbstverständlich. Sie heißen mit Nachnamen Matthias Heuel. Heuel. Ja. Mann, oh Mann. Gucken Sie sich mal das an, was ich hier durchhalte. Alles klar, das ist, meine Damen und Herren, der Schmied von Attendorn, der Matthias, der also jetzt ein Eisen glühend schlagen will. Ich werde es versuchen. Matthias, können Sie mir mal das Eisen zeigen? Bitte schön. Vielleicht gehen wir mal hier rüber zu dem Amboss. Ist das Ihr Amboss oder das gehört der uns? Nein, das ist mein Amboss. Ist das ein richtiger? Ein richtiger Original-Amboss. Ja, es stimmt, gut. Und das ist Ihr Hammer? Ja. Und jetzt nehmen Sie das Eisen und hauen hier so drauf, ja, bis es glüht. Bis glüht. Wie lange brauchen Sie dazu? Eine Minute. Gebe ich Ihnen eine Minute? Es darf nicht länger dauern. Ja, auch in die Regie, in die Jury. Nach einer Minute muss dieses Eisen hier glühen. Damit uns das auch alle glauben, darf ich nochmal. Ja. So, pardon. Ich habe mir hier eine Zigarette hingelegt, obwohl ich seit Monaten krampfhaft versuche, mir das abzugewöhnen. In dem Moment, wo ich an dem Eisen die Zigarette entzünden kann, haben Sie die Wette gewonnen. Mhm. Ja? Ist klar. Lieber Schmied von Attendorn, Sie kriegen ein ganz besonderes Licht. Ich bin sehr gespannt, ob Sie das schaffen. Top! Die Wette gilt! Guck auf die Uhr. Donnerwetter! Mein lieber Freund, das ist der Schmied von Attendorn. Matthias, ja. Sie sind ein Schmied mit Leib und Seele. Ja, kann man sagen. Und haben auch eine eigene Schmiede. Ja. Und mit was beschäftigen Sie sich am meisten? Ja, mit allem, was man so machen muss. Ne? Auch Hufeisen? Hufbeschlag, ne, ja. Und machen, die sind alle gleich, die Hufeisen, die man nein, macht. Nein. Machen Sie die schon so? Wir müssen mal dahin schauen, dann sieht man sie besser. Es gibt auch orthopädische Hufeisen. Bitte? Orthopädische Hufeisen. Also Pferde mit dem Plattfuß, oder wie? Mit allen möglichen Eisen, ne? Mit Hintergreif, Streicheisen. Ja. Eisen für schleifenden Gang. Das sind ältere Pferde? Ältere Pferde, die Füße nicht mehr hochbekommen. Ey. Das machen, die kriegen alle eigene, ist das wirklich so? Die kriegen alle eigene Eisen. Eigene Eisen. Also ich muss sagen, ich bin von Ihrer Kunst hier so begeistert. Das werden nicht viele Schmiede können. Wie kamen Sie denn auf die Idee, sowas mal zu versuchen? Ja, heute sprechen... Das ist noch ganz außer Atem hier, das ist noch ganz außer Atem. Heute sprechen Sie alle vom Energiesparen. Ja. Da habe ich gedacht... Der Schmiedeberuf ist einer der ältesten Berufe und da musst du auch einen Beitrag dazu leisten, zum Energiesparen. Und da kam ich auf die Idee, wenn du das schaffst, ein Eisen rot glühend schlagen, dann hast du einen Beitrag dazu geleistet. Matthias, ich gratuliere Ihnen. Ich glaube, keiner freut sich mehr, Ihnen jetzt die Hand zu drücken als Kurt Jürgens. Ich gratuliere Ihnen. Danke. Das ist wirklich fabelhaft gewesen. Das ist ein schönes Bild, wenn man euch beiden zuguckt. Das sieht so aus, als wenn sich zwei Schmiede begrüßen. Ja. Alles Gute. Ja, danke. War ein tolles Ding. Ne? Gut, Matthias, wenn Sie da hingehen möchten, Sie können unserer Sendung gerne zugucken bis zum Schluss. Sie müssen mir nachher das nochmal vormachen. Ich finde das toll. Ganz toll. So. Ist da eine Frage? Ja.